So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ah, meine Kopfhörer. Ja, die heute Nürburgring, Nordschleife plus GP, GP. Ich habe den letzten Tag geschlafen, nach der Aufnahme direkt ins Bett gelegen, jetzt gerade erst wieder aufgestanden. Ja, die 24 Sekunden war schon erholsam. Ja, Powernapping. Das wird auch dann geil, wenn man so eine Gaming-Woche macht mit Webcam. Da müssen wir ein bisschen Power. Alter, da wird alles aufgenommen, was möglich ist. Ja, und wir müssen ein bisschen Power nappen. Oh, shit. Hab ich ja ganz vergessen. Ups. Da war ja was, Vollgas und ohne Traktionskontrolle verträgt sich nicht. Nee, nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viel PS hat mein Aventador. Der müsste so um die 900 haben. Ich bin zweiter, nichts ist. Er sieht halt echt wie aus wie so ein Stealth-Fighter-Jet irgendwie sieht er aus. Ich hasse diese Kurve. Gibt da so eine Erfindung, ne? Die hat jemand erfunden. Und die heißt Bremse. Ach so, und die habe ich nicht. Ich habe nur Motorbremse. Damit schwierig. Was machst du da? Fahren. Ein bisschen beschleunigen. Oh, hast du den Drift gesehen? Der war bestimmt 3 Meter lang. Geil. Häng nochmal eine Null dran, dann sage ich nur wow. Der wäre gut gewesen. Hätte der Prophet mich nicht abgelenkt. Was? Ich? Würde ich nie tun. Ach du Loser. Ja, stell das Ganze mal ohne ABS vor. Oh, das wird lustig. Oh, das ist ein bisschen Gas geben. Ja, Rasen. Na, Traktionskontrolle, wo bist du? Die sagt nö. Ja, die ist aus. Die ruft schon, schalt mich ein, bitte. Du folgst meinem Windschatten. Synchron. Jawoll. Ja. Wo bist du denn? Der Rasen. 30 km/h. Das ist halt echt scheiße, dass man da so dermaßen abgebremst wird. Das finde ich ein bisschen blöd. Es nimmt den ganzen Spaß, seine Autos zu schwatten. ABS, 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 ABS. Ich glaube, das ist der ständige Begleiter hier in dem Spiel. Du gehst einmal in die Eisen, sofort ABS an. Also mir ist ja mal mit einem Kumpel in der Ampel quasi jetzt ABS eingegangen ist. Hä, an der Ampel? Naja, es wurde orange und also man hätte noch drüber fahren können, aber er war der Meinung, er schafft es noch zu bremsen und auf einmal geht das ABS an. Toll. Mit dem Auto, oder? Ja, ja. Ich denke mir, dass er nicht so ein großes Motorrad hat. Oh. Man okay. Merkt richtig, dass das einfach nur ein Highspeed-Auto. Das Problem ist jetzt hier diese enge Nordschleife. Da kommt man so gut vorbei, ne? Das ist so schwer zu fahren. Das ist eine rote Traktionskontrolle. Und die wollen wir echt mal mit dem Gallardo fahren? Wie? Oh ja, warum nicht? Du fährst ja. Ja, eben. Ja, ich glaube, zu fahren ist wesentlich angenehmer als Beifahrer. Ja, weil du mir durchgeschüttelt wirst. Erstens das. Und zweitens, wenn man als Fahrer kann man wenigstens noch eingreifen. Man ist nicht so völlig hilflos. Ja, du bist halt total am Arsch an der Seite, ne? Was machst du da? Muss ich warten. Tschüss. Oh. War ich nicht? Das ist einfach nur Drive Skills, das gibt's gar nicht. Nur auf meinem Channel. Exklusiv. Ja. Direkt deabonniert. Aber ich. Ja, 40 Abo Special. Hey, du hast um 50er gehabt, jetzt nicht mehr. Das ist schon traurig. Oh Mann.
Dann einfach sagen, damit es besser aussieht, ich habe 40 dazu gekriegt. Ja. Weißt du, das sind nicht so meine, die Abos, die da stehen, das sind immer die Abos, die ich täglich dazu bekomme. Das sind nicht meine, meine jetzigen. Alter, 50 Abos pro Tag, wie geil. Ja, das ist eine andere. Hä, bist du schon weiter? Nee, ach, da kommst du. Ich hätte Lust auf Handbremse. Wollt's mal testen? Ja. Alter, Standgas 28 km/h, was ist das für ein Auto? Ups. Hey, mein Spoiler! Spoiler. Spoiler, ich auch lesen. Meiner ist noch dran, oder? Ja. Ja, ich hab dich ja nicht gerammt von hinten. Kannst du ja noch ändern. Weg mit dem Spoiler. Mann, oh. So. Ja, war so schön. Finde ich blöd. Normalerweise hat der Aventador ja noch hinten im Kofferraum ja noch einen Spoiler. Warum der jetzt nicht ausfährt? Weil der Kofferraum leicht defragmentiert ist. Egal, das ist italienische Handwerkskunst. Der muss funktionieren. Toll. Unfair. Ich hab dich so leicht berührt, ich wollte dich in die andere Richtung lenken. Ja, ja, das hätte ich auch gesagt. Also. Das hast du schon selber verkackt. Ein wenig. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Au, au, au. Boah, was nicht läuft. Nicht drehen. Die Kurven sind zu eng zum Driften, man kommt da nicht wirklich. Oh, scheiß Rasen. Ich hole mir gleich einen Flammenwerfer und brenne das alles ab. Yeah, Far Cry Style. Die Folge hast du ja gesehen, ja, wo ich das Drogenfeld niedergebrannt habe. Mhm. Boah, die war so legendär, die Folge. Hab ich geliebt. Hast du es nicht Vollgas geben zu können und trotzdem nicht gewonnen? Der einzige Nachteil. Da brauchst du halt Feingefühl, ne? Mein linkes Auge tut weh. Hä? Ah. Du hast eine Brille auf, Digga. Da kann nichts reinfliegen oder so. Ist so trotzdem weh. Toll. Ja, mit einem Auge ziehe ich dich ab. Aber das habe ich nicht gesehen. Blindfisch. Ha, verstehst du, Blindfisch? Ah. Ich entschuldige mich für dieses Niveau. Ganz gemütlich. Ich gebe nicht Vollgas. Nein. Na gut, dass das Ding Leitplanke heißt. Und nicht Stoppplanke oder sowas. Oh. Stimmt. Leitplanke soll ich weiterleiten. Nee. Nur meistens will das Auto danach nicht nochmal. Nicht immer, nee. Huch. Das könnte auch Zerstörungs... Ach, die Folge ist fertig gerendert. Zerstörungsplanke. Also. Die 6 GB Crysis-Folge ist gerade fertig gerendert. Nehmen wir noch auf, ja. Wie lange ist denn die? 55 Minuten. Was? Warum so lange? Ich habe nicht aufs Aufnahmeprogramm geachtet. Ich war vom Spiel ein bisschen gefesselt. Ich habe einfach drauf einfach gespielt. Und beim Rendern habe ich dann die Sachen zusammengeschnitten und habe dann gemerkt, sag mal, wo habe ich denn Tschüss gesagt? Und das war erst nach, fuck, 55 Minuten. Die
CIA überwacht Rosenthal schon seit Jahren. Was soll das? Die CIA mit einem Archäologen. Sein Team hat den Beweis, was ist das für eine Kartoffelqualität? Technologie gefunden. Scheiße. Das tut mir leid, Moment. Ihr seht das ja zum Glück jetzt nicht. Warum ist das denn jetzt aufgegangen? Was soll das? Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Eine Minute. Nee. Ja, das ist ein neuer Aufnahmeabschnitt. Die geht schon 10 Minuten. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft. Du musst bestätigen. Aber wir fahren schon 9 Minuten 20. Ja, kommt hin. 10 Minuten Folge. Ja, kommt hin. Guck mal, wir haben die Hälfte der Strecke gerade mal geschafft. Und fahren 9 Minuten. Der Rekord der kompletten Strecke liegt unter 7 Minuten. Aber die haben schon Traktionskontrolle an. Jetzt versucht er sich wieder auf die Traktionskontrolle rauszureden. Herr Rekordkontrolle, ich bin Beschleunigung. Und die Leute haben kein Leben. Also meinst du den Rekord in echt oder im Spiel? In echt. Achso. Ja. Finde ich schade, dass auf der Nordschleife keine Formel 1 mehr ist. Da wird es so schöne viele Unfälle geben. Ja, okay, aber das wäre hier echt ein bisschen krass. Schon mal vor hier fahren wir mit 200 irgendwas durch. Und wir mit Standgas. Ja gut, bei der engen Strecke ist es echt nicht so leicht. Was fahren die überhaupt noch Rennen? Ja. Die will ich mal sehen. Ja, 24-Stunden-Rennen heute, ne? Boah, wie viele Unfälle es da gibt. Aber ich habe keinen Bock, 24 Stunden lang Fernsehen zu schauen. Oder da zu stehen. Fernsehen ist nicht so... Alter, bist du öfters näher dran als Zuschauer. Ja, klar. Weil ich meine, wenn ein Unfall passiert, dann sind natürlich die Kameras sofort auf den Unfall gerichtet halt, ne? Ja. Und du als Zuschauer sagst dir dann, ah, du Lappen, kannst du richtig fahren, ey. Während die Fans sich die Seele aus dem Leib schreien. Oh Gott, Unfall! Nee, also Fernsehen ist auch nicht das, was mich jetzt wach macht irgendwie. Ja gut, da pennt man einfach ein, ne? Ja, und dann 24 Stunden. Oh Gott. Das wird die Lust ja in der Gaming nach, Alter. Wie viele Stunden? Wir geschafft haben, oder? Nee, was wir vorhaben. 7x42? 7x24? Eine ganze Woche. Ja. Das sind 140, 168 Stunden. Oh Gott. Ja, das kann man nicht durchgehend wach bleiben. Da braucht man unglaublich viele Energy Drinks. Nee, das geht auch nicht. Das geht körperlich nicht. Das geht gar nicht, gell? Und nicht Stoppplanke oder sowas. Oh. Stimmt. Leitplanke soll ich weiterleiten. Nee. Nur meistens will das Auto danach nicht nochmal. Nicht immer, nee. Das könnte auch Zerstörungs... Ach, die Folge ist fertig gerendert. Zerstörungsblanker. Die 6 GB Crisis-Folge ist gerade fertig gerendert. Nehmen wir noch auf? Ja. Wie lang ist denn die? 55 Minuten. Was? Warum so lange? Ich habe nicht aufs Aufnahmeprogramm geachtet. Ich war vom Spiel ein bisschen gefesselt. Ich habe einfach gespielt. Beim Rendern habe ich dann die Sachen zusammengeschnitten und habe dann gemerkt, sag mal, wo habe ich denn Tschüss gesagt? Und das war erst nach, 55 Minuten. Was soll das? Was ist das für eine Kartoffelqualität? Scheiße. Das tut mir leid, Moment. Ihr seht das ja zum Glück jetzt nicht. Warum ist das denn jetzt aufgegangen? Was soll das? Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Eine Minute. Nee. Ja, das ist ein neuer Aufnahmeabschnitt. Die geht schon 10 Minuten. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft. Du musst bestätigen. Aber wir fahren schon 9 Minuten 20. Ja, kommt hin. 10 Minuten Folge. Ja, kommt hin. Guck mal, wir haben die Hälfte der Strecke gerade mal geschafft. Und fahren 9 Minuten. Der Rekord der kompletten Strecke liegt unter 7 Minuten. Aber die haben schon Traktionskontrolle an. Jetzt versucht er sich wieder auf die Traktionskontrolle rauszureden. Herr Rekordkontrolle, ich bin nur Beschleunigung.
die Leute haben kein Leben. Also meinst du den Rekord in echt oder im Spiel? In echt. Achso. Ja. Scheiße. Finde ich schade, dass auf der Nordschleife keine Formel 1 mehr ist. Da wird es so schöne viele Unfälle geben. Ja, okay, aber das wäre hier echt ein bisschen krass. Schon mal vor hier fahren wir mit 200 irgendwas durch. Und wir mit Standgas. Ja gut, bei der engen Strecke ist es echt nicht so leicht. Was fahren die überhaupt noch Rennen? Ja. Die will ich mal sehen. Ja, 24-Stunden-Rennen halt, ne? Boah, wie viele Unfälle es da gibt. Aber ich habe keinen Bock, 24 Stunden lang Fernsehen zu schauen. Oder da zu stehen. Fernsehen ist nicht so. Alter, bist du öfters näher dran als Zuschauer. Ja, ja. Weil ich meine, wenn ein Unfall passiert, dann sind natürlich die Kameras sofort auf den Unfall gerichtet halt, ne? Ja. Und du als Zuschauer sagst dir dann, ah, du Lappen, kannst du richtig fahren, ey. Während die Fans sich die Seele aus dem Leib schreien. Ah, oh Gott, Unfall. Nee, komm, also Fernsehen ist auch nicht das, was mich jetzt wach macht irgendwie. Ja gut, da pennt man einfach rein, ne? Ja, und dann 24 Stunden. Alter. Oh Gott. Das wird die Lust ja in der Gaming nach, Alter. Über sechs, wie viele Stunden? Wir geschafft haben, oder? Nee, was wir vorhaben. 7x42? 7x24? Eine ganze Woche. Ja. Sind 140, 168 Stunden. Oh Gott. Ja, das kann man nicht durchgehen wach bleiben. Da braucht man unglaublich viele Energy Drinks. Nee, das geht auch nicht. Das geht körperlich nicht. Das geht gar nicht, gell? Und nicht Stoppplanke oder sowas. Oh. Stimmt. Leitplanke soll ich weiterleiten. Nee. Nur meistens wird das Auto danach nicht nochmal. Nicht immer, nee. Huch. Das könnte auch Zerstörungs... Ach, die Folge ist fertig gerendert. Zerstörungsblanker. Die 6 GB Crysis-Folge ist gerade fertig gerendert. Nehmen wir noch auf? Ja. Wie lang ist denn die? 55 Minuten. Was? Warum so lange? Ich habe nicht aufs Aufnahmeprogramm geachtet. Ich war vom Spiel ein bisschen gefesselt. Ich habe einfach gespielt. Und beim Rendern habe ich dann die Sachen zusammengeschnitten und habe dann gemerkt, sag mal, wo habe ich denn Tschüss gesagt? Und das war erst nach, fuck, 55 Minuten. Was soll das? Sein Team hat den Gott, was ist das für eine Kartoffelqualität? Scheiße. Das tut mir leid, Moment. Ihr seht das ja zum Glück jetzt nicht. Warum ist das denn jetzt aufgegangen? Was soll das? Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Eine Minute. Nee. Ja, das ist ein neuer Aufnahmeabschnitt. Die geht schon 10 Minuten. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft. Du musst bestätigen. Aber wir fahren schon 9 Minuten 20. Ja, kommt hin. 10 Minuten Folge. Ja, kommt hin. Guck mal, wir haben die Hälfte der Strecke gerade mal geschafft. Und fahren 9 Minuten. Der Rekord der kompletten Strecke liegt unter 7 Minuten. Aber die haben schon Traktionskontrolle an. Jetzt versucht er sich wieder auf die Traktionskontrolle rauszureden. Traktionskontrolle, ich bin nur Beschleunigung. Und die Leute haben kein Leben. Also meinst du den Rekord in echt oder im Spiel? In echt. Achso. Ja. Scheiße. Finde ich schade, dass auf der Nordschleife keine Formel 1 mehr ist. Da wird es so schöne viele Unfälle geben. Ja, okay, aber das wäre hier echt ein bisschen krass. Schon mal vor hier fahren wir mit 200 irgendwas durch. Und wir mit Standgas. Ja gut, bei der engen Strecke ist es echt nicht so leicht. Was fahren die überhaupt noch Rennen? Ja. Die will ich mal sehen. Ja, 24-Stunden-Rennen halt, ne? Boah, wie viele Unfälle es da gibt. Aber ich habe keinen Bock, 24 Stunden lang Fernsehen zu schauen. Oder da zu stehen. Fernsehen ist nicht so. Alter, bist du öfters näher dran als Zuschauer. Ja, ja. Weil ich meine, wenn ein Unfall passiert, dann sind natürlich die Kameras sofort auf den Unfall gerichtet halt, ne? Ja.
Und du als Zuschauer sagst dir dann, ah, du Lappen, kannst du richtig fahren, ey. Während die Fans sich die Seele aus dem Leib schreien. Ah, oh Gott, Unfall. Nee, gerade als Fernsehen ist auch nicht das, was mich jetzt wach macht irgendwie. Ja gut, da pennt man einfach ein, ne? Ja, und dann 24 Stunden eventuell. Oh Gott. Das wird so lustig an der Gaming nach, Alter. Wie viele Stunden? Wir geschafft haben, oder? Nee, nee, was wir vorhaben. 7x42? 7x24? Eine ganze Woche. Ja. Sind 140, 168 Stunden. Oh Gott. Ja, das kann man nicht durchgehend wach bleiben. Da braucht man unglaublich viele Energy Drinks. Nee, das geht auch nicht. Das geht körperlich nicht. Das geht gar nicht, gell? Der Rekord war bei dem Galileo-Experiment bei 105 Stunden, aber vom Arzt abgebrochen, weil es gesundheitlich nicht mehr verantwortlich ist. Nein! Ah, hier bin ich heute Mittag auch schon gegen gerast. Weil dein Körper einfach in einer gewissen Zeit ohne Schlaf einfach völlig abkackt. Ja. Wie als würdest du Koks nehmen. Geil. Oder irgend solche sonstige Drogen, aber. Also wir wissen, bei der Gaming-Nacht geht's dann mindestens nur mal 3 Stunden ins Bett. Mindestens. Ja, wir werden vielleicht 2 Tage durchhalten, dann auf jeden Fall erstmal ein bisschen pennen. Weil da hast du auch keinen Bock mehr ganz, zu zocken. Ja. Ich meine, ich glaube, jeder... Selbst wenn du wach wärst, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr zu zocken. Ganz ehrlich, ich glaube, jeder Hardcore-Zocker, egal wer, jeder Hardcore-Zocker hat mindestens nach 2 bzw. 3 Tagen keinen Bock mehr. Ja. Glaube ich. Ja, kommt von, was für Spiele du hast. Also es gibt ja wirklich Spiele, es gibt ja wirklich Leute, die sind so in ein Spiel vernarrt, dass die das wirklich 400, 500 Stunden lang spielen. Und das in kürzester Zeit. Ah ja, guck dir die Leute von GTA 5 an. Die haben das Spiel sofort durchgesuchtet. Sofort. So. Und jetzt? Na, mach dir wieder eine Traktionskontrolle an. Ja. Gut, Kommt drauf an, wollen wir driften, oder? Ich würde sagen, wir driften mal, weil ich will nochmal die Top Gear Strecke fahren, nächste Folge. Ja, da muss ich sie ausmachen. So, Top Gear haben wir da drüben. Ja, die. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich und der Dreamtex, wir suchen uns mittlerweile noch ein Auto aus. Ich denke mal, du bleibst beim... Obwohl, ich weiß nicht, kann man mit dem M3 schon driften? Ich weiß es nicht. Ich nehme mein Tuning-Auto. Der da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Forza Motorsport 5. Die sind Namen... Ich wollte gerade sagen, Motor Horizon 5. Das ist...